Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja, ich weiß, lange ist her, dass man mich persönlich mal wieder sieht. Man hat mich hier in den letzten Videos nur gehört, aber jo, es gibt ja einiges zu besprechen. Vieles ist passiert, ich war ja letzte Woche krank, deswegen gab es dann letztes Monat doch kein Giveaway, aber keine Sorge. Ich habe dafür dieses Monat dann einen draufgelegt und sage ich mal, es gibt ein Knife. Es ist zwar jetzt nicht so krass wie beim Adventskalender, aber es ist dennoch ein Knife und geht für 50 Euro gut weg, Boys. Also, kein Drama hier. Und dann, was war noch? Das Major ist jetzt vorbei. Wir haben ja die Diamond Coin easy get it, alles richtig. Und jeder, der halt so predicted hat wie ich, der hat halt jetzt auch die Diamond Coin. Also, sollt laufen. Und das heißt, es gibt 3 Souvenir Packages für die Diamond Coin. Die habe ich mir schon alle Rift Draws und habe mir dann noch ein paar nachgelegt. So Videos wie dieses hier mache ich normales oder eigentlich bis jetzt nach jedem Major. Mache ich dann immer so ein Souvenir-Unboxing, kaufe mir da oder lege mir da halt von jeder Souvenir, also von jeder Map, was es halt beim Major gab, eine Souvenir-Case dazu. So, es wird dann bald mal Zeit für eine neue Facecam, weil die macht alle paar Minuten irgendwelche Faxen und das geht mir auf den Sack. Es tiltet mich. So, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, normalerweise gönne ich mir dann bei diesen Videos halt immer und legen mir dann noch eine Cobblestone-Case zu. Nur da die ja jetzt, also die ist ja jetzt nicht im offiziellen Map-Pool dabei und wird jetzt bei den Majors auch nicht gespielt. Und kaufe mir halt dennoch immer eine Cobblestone-Case. Ja, ist halt vielleicht eine Wrangler, wäre halt nice, ne? Und ich wollte das eigentlich für dieses Video auch wieder machen, dann habe ich gesehen, für unter 85 Euro bekommt man keine Cobblestone-Package mehr und dann denke ich mir so, yo, für 85 Euro ziehe ich sicher keine P90 Storm in Souvenir für 4 Cent oder so ein Trans. Das lassen wir diesmal aus. Und ja, zum Giveaway kommen wir später. Es handelt sich um dieses Knife, aber das besprechen wir dann noch am Ende des Videos. Und dann haben wir hier jetzt noch ein paar die Souvenir-Packages, genau. Wer sich jetzt wundert, warum ich hier so viele Furia-Stickers habe, ich predikte da vielleicht in der Preissteigerung rein und schauen wir mal, was da vielleicht noch kommt oder wie sich das entwickelt. Und ich möchte dann nicht der sein, der was da keine Furia-Stickers hat, wenn die vielleicht im Preis steigen und jo. Easy for ends, einfach. So, wir beginnen jetzt mit die Packages, wo wir eigentlich low shit sind. Das Lustige finde ich sogar, man konnte sich ja aussuchen, welche Pakete man ja bekommen möchte. Und ich habe mir da sozusagen gleich die 3 teuersten oder Rift Broad sozusagen und dann mir die günstigeren halt noch nachgekauft und jo. So, aber was haben wir hier? Welche? Ich glaube Train ist die lowste. Können wir uns einfach mal in die Train rein. Kann ich nicht drehen. Anomaly hatte zum Beispiel schon eine Tech-9 Souvenir in Factory New gezogen. Die ist glaube ich 4 Euro wert, also ist jetzt nicht so das krasse. Aber definitiv besser als jetzt hier so ein grauer Shit. So, dann die Zugleich als nächstes. Ja, da ist es glaube ich jetzt auch nicht so krasse Sachen dabei. Die SG und die M4 vielleicht, aber sonst ja, der Jagdrevolver in der Ding ist ja bei Souvenir Sachen oder die Safari Mesh, die wäre schon, das würde ich auch entscheiden, eine Safari Mesh und FN Souvenir. Die FN Skins sind ja meistens halt dann doch einiges wert, also das darf man da ja nicht, absolut nicht unterschätzen. Dann kann dann, wie es bei mir damals war, habe ich ja eine P90, oh mein Telefon. Ich weiß jetzt nicht mehr wie die heißt, es war irgendwie so ein hellblauer P90 Skin aus der New Collection und die war halt dann Factory New und damals, als ich sie gezogen habe, 200 Dollar wert, also für einen Light Blue Skin, nicht zu vergessen. Also es gibt ja viele Blue Skins, die sind 4 Cent wert und dann gibt es einen hellblauen Skin, der ist einfach mal 200 wert, ne? Also, ja wie gesagt, darf man nicht unterschätzen. So, was hier hebeln wir da aufs nächste, also auf Overpass kommt zum Schluss, Nu kommt auch ziemlich zum Schluss, Cash kommt auch ziemlich, ja. Dann lass einfach Mirage, dann vielleicht gleich Inferno oder so. So, was haben wir hier? Die Hot Rods wäre nice, die... Wieso zum Fixen eigentlich die Skins jetzt alle auf Deutsch? Das ist mir letztens in-game schon aufgefallen. Warum, was soll das, Alter? Ich verstehe auch nicht, ich habe
auf Englisch eingestellt, dennoch ist alles auf Deutsch. Also das ist, richtig low. Auf jeden Fall die UMP Blaze wäre noch nice gewesen. Und ich rede gleich gar nicht mehr weiter, weil, yo, Headshot, Alter. Ah, yo, 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 Inferno. Da gibt es ja neue Skins, so wie in der Noob, Inferno Noob. Die haben das ja geupdatet. So, welche mache ich da jetzt? Ich glaube, das wird Cash. So, was wäre hier? Die Glock wäre nice. Die Farmers und die Galil auch. Und ansonsten ist dann, glaube ich, eh schon wieder gewesen. Und wäre halt auch irgendwie sick game, wenn ich heute wo reinpacken würde. Weil habe ich ja jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gemacht. Die Oberpässe machen wir zum Schluss auf. So, da gibt es ein neues Kind. Ich finde die USPS wird sicher nicer schon mit den goldenen Stickern. Guten Condition könnte für auch einiges wert sein, weiß ich jetzt aber nicht auswendig den Preis. Dann die P250 würde ich eigentlich auch enjoyen. Ja, MP7, die AK wäre auch sicher sick. Und ja, ich reibe einfach jetzt mal hier so die einfach, ja, okay, die abgesägte Schrotflinte brauche ich jetzt nicht. Aber da wäre schon ein paar leckere Sachen drinnen. Ah, es ist doch nur der graue Skin. Hey, Trilux, Alter. Jetzt keine Werbung machen. So geht das nicht. So, was haben wir denn noch? Hier ist eigentlich jetzt ja, die obere Spalte ist ziemlich low. Die AWP würde ich nice finden. Jetzt haben wir noch die Glock, die wäre auch übelst sick. Ich finde das Giftgrün hat schon was. Ein Souvenir, das ich auch übelst nutze. Ja, die Tech-9, den schaue ich jetzt nicht so unbedingt. Das ist irgendwie low. Aber die M4 dagegen, ich meine, das ist dasselbe Skin, aber auf der M4 schaut das irgendwie wieder prächtig aus. So, ich reibe es einfach mal die Glocke. Ich höre mit der Purple. Oh mein Gott. Komm, geh mal, bitte. Lass mich noch mal lang. Oh, oder auch nicht. Was ist denn das für eine Condition? Damals 0,09. Siehst du das MW? Okay. Mal kurz nachgucken, kann ich schauen. Aber MW ist halt dann eigentlich auch wieder nicht so besonders. Ja, 30 Cent, das sage ich. So, und dann wären wir eigentlich jetzt auch schon wieder bei der letzten. So, und hier finde ich halt krass. Okay. Das Beste, was ich von dieser Kiste, also ja, der Souvenir-Package mal gezogen habe von der Oberpass, war die CZ Auto. Mit NBK sein und so, das finde ich ganz krass. Auf die bin ich mir ziemlich stolz. Das ist zwar jetzt glaube ich noch so, ich weiß es nicht, was die wert ist. 20 Euro oder so. Aber habe ich schon übelst gefreut, aber dann eine Pink Tilly Pad. Wäre auch übelst lecker, die USPS Road Rash. Wieso ist dann das wieder auf Englisch? Zum Beispiel die Masterpiece, Meisterwerk, ist wieder auf Deutsch. Geh mal, was ist da los? Der rafft nichts mehr, denn ich raff bald auch nichts mehr. So, let's go. Nice, nice. Also, ich muss sagen, eigentlich alles grau, bis auf hier einmal hellblau, aber das ist halt auch nothing wert. Und somit muss ich jetzt sagen, wir sind noch nicht fertig. So, das Ding ist ja, ich habe mir auf meinem zweiten Account auch den Führer Pass gekauft, um da vielleicht ein bisschen die besonderen Pick'em Predictions zu machen. Jetzt, da habe ich halt jetzt nicht auf Safe Call gebettet, sondern eher mehr so, ja, die Teams würde ich enjoyen, dass sie weiterkommen und da also eigentlich die zweite Meinung zu betten. So, jetzt habe ich mal kurz meinen Account gewechselt. Ist das überhaupt der richtige? Ja. So, und hier habe ich ja wie gesagt auch die mit dem Fever Pass gegönnt, habe da halt ein paar andere Picks gemacht, aber overall habe ich dann hier ebenfalls wieder die Diamond Coin gegettet, ja. Und muss sagen, ich habe mir dann natürlich gleich mal die drei teuersten ausgecashed, um das Ganze hier halt spannender zu machen. Und ich muss auch sagen, wenn man zum Beispiel jetzt
die Diamond Coins bekommt und sich dann die dreimal die teuersten Pakete halt auscasht und die dann am Community-Markt verkaufen würde, würde man sogar Profit machen. Zwar nicht viel, aber 2-3 Euro sind das dann glaube ich schon. Aber das ist mir eigentlich egal, weil ich mache das ja nicht nur fürs Profit, ich mache das ja für die Coin. Und wenn ich dann hier halt 3 Souvenirkisten bekomme, die ich mir dann nicht extra kaufen muss fürs Video, ist das natürlich dann sehr delicious. So. Und welcher fangen wir das an? Mit der Cash. Mach mal Cash, dann Inferno und dann zu guter Letzt gibt's wieder ein bisschen Overpass. Oder so. Keine Ahnung, Jungs. Ich greife hier mal dann hier unten die 3 schönen Stücke. Und dann heben wir hier noch die letzten 3 Pakete auf. Und es ist hellblau, aber dennoch Bullshit. Also ich glaube, es wird hier jetzt nicht besser laufen. Oder mache ich zuerst die hier? Ja, du. Hauptsache da was Nices. Oder die Glocke wäre, würde ich auch entscheiden. Ist ja auch nur ein hellblauer. Das geht. Oder hier die Glock. Purple Skin. Muss nicht unbedingt hier das Maximum sein. Ich gebe mich ja auch mit weniger zufrieden, aber jetzt nicht mit dem Minimum. Bitte gehen. Ach du. Ah, es schmerzt. Ist auch wieder MW, oder? So wie die aussieht. 0,05. Das ist ja doch schon ein N. Das ist ja ein N. Aber, wie gesagt, Souvenir-Skins darf man nie unterschätzen, wenn die FN sind. Aber die grauen dann vielleicht doch. Ich weiß nicht, wieso da einer den für 177 Euro verkauft. Boah, ja, aber ich gebe dir meine 450, also. Gönn dir. So, okay. Das war's dann eigentlich mit dem Opening. War jetzt nicht so krass. Also, hätte mir schon ein bisschen mehr erhofft. Das kann ich nochmal Account wechseln, Alter. So, jetzt back auf Main. Das Case Opening war jetzt nicht so nice, aber... Soll man machen, Game ist halt jetzt nicht jeden Tag freundlich. Eigentlich ist Game nie freundlich. Inventar schon wieder so voll, die Skins brauchen wir mal ewig zu laden. Aber ja, Jungs, jetzt geht's zum Giveaway. Wie gesagt, es gibt ein Knife, und zwar ist es ein Bowie Knife, Wald DD-Pad. Kein Forest DD-Pad. Wieso machen die das? Wieso ist es deutsch, Alter? Halt's nicht aus, Alter. Auf jeden Fall, normalerweise mache ich ja die Giveaways immer über Gleam.io, nur weil sich jetzt da die Community-Richtlinien von YouTube wieder geändert haben, darf man ja jetzt keine Giveaways mehr über dreht anbieten Websites machen, weil man ja dann irgendwie Werbung für diese... Halt's Maul! Werbung für diese Webseiten macht, wie Gleam.io, und das will YouTube irgendwie nicht, und ja, oder so habe ich das halt irgendwie verstanden. Deswegen machen wir das ganz oldschool, wie beim Adventskalender. Ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein, ihr müsst dieses Video hier positiv bewerten und ihr müsst einen Kommentar darunter, also unter diesem Video hier schreiben. Hier drunter gleich. Es reicht ein Kommentar, wenn ihr mehr Kommentare schreibt, könnt ihr... Aber ihr habt jetzt nicht mehr Chancen dadurch. Also ein Kommentar reicht, und wenn ihr 2 Kommentare schreibt, habt ihr dennoch, wird halt nur ein Kommentar davon gewertet. Also die, was beim Adventskalender mit dabei waren, die kennen sich eh aus, und ja, das ist jetzt nicht so schwer, oder? Nur weiß ich jetzt dann nicht, ob ich dann, wenn normal ist, ziehe ich ja die Gewinner auch immer in einem Video, so dass dann halt jeder sieht, ja, ist trusted, und die Preise gehen halt auch raus. Nur weiß ich jetzt nicht, ob ich dann, wenn ich zum Beispiel den Gewinner von dem Video mit irgendeinem random Common Bigger Website ziehe, ob das dann auch als drittanbietende Website zählt. Und deshalb kann, muss ich mich noch erkundigen, aber kann sein, dass ich die Gewinner dann jetzt nicht in dem Video ziehen werde. Oder ich lasse mir irgendwas einfallen, dass ich das so weit rauszensiere, dass man da halt nicht erkennt, was für eine verfickte Website das ist, aber das ist halt, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was soll ich jetzt sagen? Ja, aber ich denke mal, ihr vertraut mir da doch schon ziemlich, ne? Weil ich jetzt, es gab ja schon genug Giveaways auf diesem Account, Kanal, ja, und es haben ja auch schon genug Leute gewonnen, und es sollte mittlerweile jetzt sozusagen
in jeder wissen, dass es halt alles trusted ist. Aber wenn du mir nicht vertraust, dann nimm einfach nicht dran teil, okay? Jo, wie gesagt, das Knife ist es. Die Gewinner, wann werde ich denn die ziehen? Eigentlich wollte ich das Giveaway in 3 Wochen erst auflösen. Ich glaube, das werde ich jetzt auch machen. In 3 Wochen. Ich werde es dann euch einfach in einem Video... Ja, da werde ich den Gewinner halt dann schon ankündigen oder erwähnen oder sagen, jo, boy, der und der hat gewonnen. Aber ob ich den Gewinner dann live im Video ziehen werde, das weiß ich nicht. Facecam hält schon ziemlich lange durch. Und ich beende das Video jetzt, bevor das Video zu lange dauert. Ich habe das Gefühl, das dauert jetzt eh schon eine halbe Stunde. Oh mein Gott. Wie gesagt, ein Abonnent meines Kanals sein, dieses Video positiv bewerten und einen Kommentar darunter schreiben. Wenn ihr mehr Kommentare schreibt, ist egal. Es wird trotzdem nur eins davon gewertet. Und wenn ihr bei den Gewinnen nicht mitmacht, würde ich mich trotzdem über einen Daumen nach oben und über ein Abonnent, also Abonnement freuen, über einen Kommentar. Vielleicht gewinnt ihr dann trotzdem. Support the nice boys. Dann sage ich auch nochmal Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.